Die Janssen-Werke befinden sich im St. Galler Rheintal, ca. 100 Kilometer östlich von Zürich und etwa 30 Kilometer südlich des Bodensees, zwischen den Ufern des jungen, noch ungestümen Rheins und der Sentis-Bergkette. Es sind nicht immer die ganz großen, bahnbrechenden Entscheidungen, die jetzt einen besonderen Mut erfordern würden. Ich heiße Peter Janssen, ich bin Eigentümer von diesem Unternehmen oder Miteigentümer. Ich habe lange Zeit in der Geschäftsleitung mitgearbeitet. Heute bin ich mehr oder weniger pensioniert. Ich habe noch gewisse Aufgaben im Aufsichtsrat. Die Entscheidung habe ich überhaupt nicht bereut. Ich freue mich darüber, dass ich so als eine Art Bindeglied zwischen dem Gründervater und der jungen Generation sein darf. Ich habe also drei Generationen miterlebt, die Pionierzeit, die Gründerzeit, dann der Aufbau und jetzt heute das Perfektionieren und das wirklich gute Führen eines Unternehmens. Wenn jemand im Familienunternehmen arbeitet, dann muss er damit rechnen, dass die Konstellation etwas anders ist. Wenn ich an eine Bank denke, dann spricht man irgendwo mit dem General Manager oder weiß ich was. Bei uns redet man mit der Familie. In der ersten Generation war mein Vater der CEO, dann sind drei Brüder CEOs gewesen. Wir tragen auch viel mehr Verantwortung, eben in dem Sinn, dass wir ein Familienunternehmen in der Region sind. Ein großer Mut ist, sich sehr breit in den Export zu bewegen. Und darum haben wir uns entschieden, in der EU ein Werk zu bauen. Erstens einmal war es die größte Investition, die wir je gemacht haben. Wir mussten die Kriegskasse leeren. Das Geld ist nachher nicht mehr vorhanden für weitere Investitionen. Zu meiner Zeit hat man nur von Europa gesprochen. Heute gehen sie in die ganze Welt, weil wir heute auch ein Unternehmen sind, das weltweit führend ist. Das gibt es in jedem Unternehmen. Irgendwann brechen alte Produkte weg und da muss man neue Produkte entwickeln und neue Wege suchen, wo man hingehen will. Vorher haben wir ja hauptsächlich unsere wichtigsten Produkte Elektrorohre aus Stahl, Stahlpanzerrohre. Und dann hat man gesehen, dass plötzlich aus dem Ausland Kunststoffrohre gekommen sind. Und da war ein gewisser Respekt dahinter, dass uns das ganze Geschäft wegbrechen könnte. Und hat man eine Extrusionsmaschine gekauft und hat sich da mal dran versucht. Dazu braucht es Mut. Es ist für mich wichtig, dass der Häuslebesitzer am Schluss eine schöne Haustüre hat oder ob jetzt das die Elbphilharmonie in Hamburg, ist beides wichtig für mich. Es ist vor allen Dingen das Wissen und das Können, dass man neben unsere Kunden zufriedenstellen kann. Dass wir gute Qualität liefern, dass man mit uns anständig reden kann und vor allen Dingen die Zuverlässigkeit, dass man gut bedient wird. Ich möchte, dass wir weiterhin, soweit es möglich ist, ein Familienunternehmen bleiben, dass wir heute wissen, in welche Richtung das gehen soll, dass die Mitarbeiter im Unternehmen das möglichst gut umsetzen. Das erwarten die Jungen aber selber von sich auch.